Ich möchte euch wieder recht herzlich begrüßen hier bei meinem Kanal. Und heute musste ich leider feststellen, und jetzt habe ich gleich meine Kamera geholt, dass dieser Stock ein Problem hat. Und zwar sieht man das in erster Linie jetzt nicht, doch dieser Stock hat die Buckelbrut, wahrscheinlich, jetzt muss ich genau schauen. Und das heißt, dass eine Biene in die Eilage gegangen ist, da wahrscheinlich die Königin gestorben oder verloren gegangen ist. Und jetzt werde ich das prüfen. Es gibt einige Indizien, wie zum Beispiel hier. Da schaut es aus, als ob ein Bienenei, also eine Biene geschlüpft wäre, die Eier legt. Moment. Dieses Problem kann man eigentlich auch nicht beheben, denn man könnte versuchen, eine neue Königin in den Stock zu bringen, aber mir ist es bis dato noch nicht gelungen, dass der Stock die neue Königin angenommen hat. Und jetzt werden wir gleich sehen. Jupp. Hier sieht man eine stark unförmige Brut. Das deutet sehr stark darauf hin, dass eine Biene in Eilage gegangen ist. Sehr schlecht. Naja, so schlimm ist es gar nicht. Vielleicht hat die Königin auch nur eine Pause gemacht. Jetzt muss ich nochmal genauer schauen. Vielleicht taucht ja doch noch eine Königin auf. Zumindest hat mich das sehr verunsichert auf den ersten Blick. Der Stock ist aber nicht laut. Im Normalfall sollte der Stock lauter sein. Na, sehr schön. Okay, hat sich erledigt. Alles okay. So, das war der Stock, der was mich ein wenig schockiert hat, wegen der Buckelbrut. Hier sieht man auch ein paar Bienenkrabbeln stark eingeengt. Nochmal ein kurzes Fazit. Eine Biene hat mich auch gestochen. Genau in das Gelenk, sieht man das vielleicht? Gut, also hier, sehr super, genau der Mittelfinger. und zwar, wäre das Volk jetzt Buckelbrut über das Jahr, wird das vielleicht mal passieren? Ich hoffe nicht. Muss man den Stock abkehren. Also im Prinzip bleibt keine Chance, das Volk zu retten. Auch das Vereinigen mit einem anderen Stock könnte ein Problem werden, da der eine Stock die aktive Königin umbringen könnte. Und das wäre natürlich auch nicht gut. Also dann hätte man zwei Völker verloren. Also im Prinzip könnte man nur den Stock abkehren und das war's. Ich sage wieder danke fürs Zusehen. Leider, also zum Glück, habe ich euch keine Schau. Eine Waldameise ist hier dabei. Die ganz drüben, sieht man vielleicht. Ja, na gut, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ach ja, übrigens, hier oben habe ich eine kleine Ackerfläche und da werde ich heuer Süßkartoffeln anbauen und vielleicht, da ist die Waldameise, werde ich euch da ein bisschen was zeigen können, dann über die Süßkartoffeln.